Das möchte ich mir natürlich angucken. Das muss ja irgendwie hier sein, ne? Irgendwo hier hinten vielleicht. Security. Sicherheitsbüro, glaube ich nicht, dass es da ist. Vielleicht hier oben. Das könnte ich mir noch vorstellen. Ach, da kommt man eh nicht hin. Da kommt man nur zu dem anderen Kollegen. Den kennen wir aber schon. Den brauchen wir nicht aufsuchen. So. Ah. Was ist denn hier los, Alter? Klackert hier so. Bestimmt die Klimaanlage. Wie wird pennen die denn alle hier, ey? Hallo? Ist mitten am Tag? So, gerade mal 10 vor 2. Das Diamond City Radio. Was haben wir hier? Myrnas Haus. Detective Valentine. Mo Cronin. Gewächshaus. Schule. Oh Gott. Security. Ich weiß echt nicht, wo das sein soll. Was haben wir hier? Alfreds Kapelle. Was ist denn hier los? Schön, jemand Neues in der Kapelle zu sehen. Und? Kommst du soweit in Diamond City zurecht? Mir geht's ja gut. Danke der Nachfrage. Aber gerne. Ich hoffe, die Leute machen es dir nicht allzu schwer. Ich weiß, dass es hier als Fremder recht schwierig sein kann. Wenn du also mal einen Ort brauchst, um dich hinzusetzen und über den Allmächtigen nachzudenken, in welcher Form auch immer du an ihn glaubst, steht dir die Kapelle immer offen. Ist die Kapelle nicht einer bestimmten Glaubensrichtung geweiht? Nein. Solange du überhaupt an irgendetwas glaubst, bist du hier immer willkommen. Diamond City ist voll von Leuten, die sich ein besseres Leben aufbauen wollen. Ich möchte nur nicht, dass sie darüber vergessen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Deshalb ist die Kapelle auch rund um die Uhr geöffnet und steht jeder Glaubensrichtung offen. Solange sie friedlich ist. Danke, Pastor. Fühl dich hier ganz wie zu Hause. Okay, dann fleht sich mich mal. Bin beschäftigt. Ah ja, sehr freundlich hier. Versinkst in stiller Andacht. Wir können ja mal ein bisschen warten, bis es wieder Tag ist. Halb elf sind die Leute vielleicht ein bisschen freundlicher. Was immer du fragen willst, ich weiß nichts darüber. Du nervst. Red nicht mit mir. Das könnte Aufmerksamkeit erregen. Naja, alles klar. Einfach mal das Radio angemacht in der stillen Andacht. So. Die Frage bleibt, wo wir das tolle Teil kriegen können. Das soll ein Fatman sein. Mit du richtig brauchst dicken was zum Schutz, Steps. So wie jeder andere auch. Zeig mal, so, was du so hast. Alles in Handarbeit gemacht. Ich hoffe ja nicht. Big Boy feuert ein zusätzliches Geschoss ab. 11.000! Boah, was? Schon wieder falsche Taste. Das geht aber nicht. Also, da können wir doch mal getrost was an der, also. Da können wir doch bestimmt noch ein bisschen was am Preis machen, wenn's oder? Dir um Sicherheit lass uns nochmal geht, quatschen. Mit einer Distanzwaffe kannst du in Deckung. Ja, ja, zeig was mal, auch immer du willst. Vergiss nicht auch Muni. Ja, ja. Was kostet jetzt der Big Boy? 9.700. Boah, ist der fucking teuer. Krass, aber feuert ein zusätzliches Geschoss ab, ist natürlich nett. Der hat dann quasi denselben Effekt wie unsere Knarre hier. Die hier feuert ein zusätzliches Geschoss ab ebenfalls. Das wäre schon irgendwo eine geile Investition. Versorgt doppelten Schaden, wenn das Ziel volle Gesundheit besitzt. Nett. So, hat der sonst noch irgendwas überkrasses? Nö, ne? Nö. Oh Gott, oh Gott. So, was können wir ihm denn so klauen? Nur den Hauptschlüssel. Wir können ja mal
gerade hier einfach einbrechen. So. So, wir legen uns mal kurz mit allen an. Einfach nur, um hier kurz reinzugehen. Geil, war das denn bitte? Angepasste Ausrüstung. Wir haben Werkbänkel zur freien Benutzung. Zielfernrohre, größere Magazine, neue Läufe. Alles ist möglich. Fertigtes Stück aus echtem Hickory. So, einfach mal probieren. Wird nicht entdeckt. So, dann theoretisch können wir jetzt einfach rein. Sieht ja keiner. Du bist hier unerwünscht. Dann nehme ich eine schallgedämpfte Waffe. Am besten die hier. So, ich wollte gerade sagen, warum wechselt er nicht? Okay, eine Mini-Atombombe hat er hier. Ich will nur mal gucken, was der so hat. Nicht, dass es sich zu sehr lohnt, hier reinzugehen. Aha, verschiedene Patronen einfach auf dem Tisch. Einfach auf den Tisch gewohnt. Das Blöde ist, dass wir auch nicht einfach an seine Sachen drankommen. Das wäre auch zu einfach. Ich kann aber... Achso, ja. Das war jetzt auch klug. Ich wollte ja eh laden. Könnte ich auch gleich machen können. Ich könnte ja mal probieren, meinen ganzen Kram, den ich nicht benötige, bei ihm einfach zu verticken. Ne? Das mache ich mal jetzt ausnahmsweise in der Aufnahme. Das könnte funktionieren, wenn wir den ganzen Kram, den wir da jetzt gesammelt haben, einfach bei ihm verticken. Dass wir dann quasi dafür den Big Boy mitnehmen. Weil ich will das Teil schon haben. Das ist einfach... Alter, wie geil. Mega fett. Du bist gekommen. So. Ich hatte fast nicht mehr damit gerechnet. Hey, jetzt wo du wieder in Sanctuary bist, wie würde dir ein Job gefallen? Ein Job? Für mich? Wirklich? Na, aber selbstverständlich. Ja, ich glaube, deine Erfahrung im Verkauf könnte sehr von Vorteil sein. Vault-Tec-Vertreter nach Sanctuary ist auch eigentlich okay. Aber von mir aus geht zur Burg. Nee, bleib in Sanctuary. Ja, also das ist toll. Ich werde dich nicht enttäuschen. Okay. Ja gut, dann hau rein. Hey, hier drüben. So, okay. Dem Dogmeat können wir noch alles befehlen. Also ist noch alles in Ordnung. So, wir transferieren mal hier rein ein paar Sachen. Nämlich alle unsere Waffen. Die sollten wir ja hoffentlich nicht brauchen. Und einmal die Rüstung, die wir hoffentlich genauso wenig brauchen. Voltanzug kommt weg, die brauchen wir. Den Ehering lasse ich auch sicherheitshalber hier. Dass wir nur diese drei Sachen quasi anhaben. Mehr nicht. Mehr benötigen wir nicht. So. Gehen wir jetzt hier dran. Nehmen alles mit. So, bevor wir jetzt gleich dazu hören da drüben, gucken wir mal, was wir hier noch haben. Ich kann jedes bisschen Kronkorken gut gebrauchen momentan. Ich könnte auch diese Mods verkaufen. Wobei die wiegen eigentlich nur sehr, obwohl, ja, die sind nicht viel wert, leider. Wir hören mal zu da drüben. Erzähl lieber nichts über diesen Ort. Man ja gut, na gut, wie auch immer. Wir werden einmal... Da, Diamond City Markt. Werden wir einfach mal versuchen, dem guten Herrn da unser Zeug zu verticken. Das könnte schwierig werden, wie gesagt. 9000... Alter, was ist denn hier los? Orkan oder was? 9000 Öcken ist natürlich auch ein ziemlich deftiger Preis. Das hier gar nichts. Was ist zu viel trage? Ist auch noch irgendwas tiefgelegtes?
Ach, jetzt ist der Typ natürlich nicht da. So. Setze mich mal und warte gerade mal ein wenig. So, warten wir mal wieder ein paar Stündchen, bis wieder Tag ist und die Leute ordentlich arbeiten und der Sturm vor allem vorbei ist. So. Da ist er. Ich mache so mal wieder sogar ausnahmsweise einen ganzen Speicherstand vor der Aktion jetzt. Hab einiges an Zeug, falls du Interesse. Dann lass mal sehen, was ja. du so hast. Vergiss nicht auf. So. Ja, schon klar. Ich will deinen Big Boy haben. 9.700 kostet der uns aktuell. Wir verticken ihm dafür alles, was wir hier haben. Und zwar wirklich alles. Jedes einzelne verdammte kleine Gewehr. Und alles, was wir hier so finden. Ich hoffe, dass mir gerade diese legendären Sachen viel, viel Geld sparen. 4.000 können wir schon mal sparen. Boah, geil, Alter. Vielleicht kriegen wir noch was raus. Pass auf. Alter, nicht schlecht. Wir haben schon mal auf 3.000 gedrückt. So, da kommt jetzt gleich noch einmal der Anzug, den wir anhaben. Sonst nichts. Okay, der Preis hat sich schon ordentlich gedrückt. Der ist schon völlig in Ordnung. Für den ganzen Schrott. Das wollte ich zwar eigentlich diesmal verschrotten tatsächlich, aber na gut. Dann ist es jetzt einfach mal so. So. Und ich wollte halt wegen den ganzen Teilen, die wir gebrauchen könnten. Auf der anderen Seite finden wir davon eh noch viele. So. Notfalls, ja, ich werde gleich noch ein paar Waffen zurücknehmen wieder. Ein paar von denen, die Hightech-Ausrüstungszeug haben. So, hier Waffen. Der ist natürlich einfach nur viel, viel wert, glaube ich. Der Fat Man, sonst nichts. Ich nehme mal lieber so Lasergewehre und so. Hier die 12 Laserpistolen. Sowas nehme ich mir eigentlich nur Laserwaffen, möchte ich. Sturmgewehr von mir aus noch, weil da viele Mods dran sind. So, so muss er mir 416 Kronkorken geben. Das ist doch in Ordnung. So, jetzt haben wir eine übermächtig geile Waffe. Diesen dicken Fatman, der einfach zweimal schießt quasi. Zum Preis von einer Mini-Nuke. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch, rechnerisch so 60 Nukes einfach abfeuern. Obwohl wir natürlich nur 30 haben. Hier laden die Texturen. Ah, jetzt haben die Texturen geladen. Sehr gut. So, dann verwerten wir mal gerade noch schnell. Nee. So, verwerten wir mal gerade noch diese Sachen. Natürlich schön langsam, wobei wir den Big Boy natürlich in dem Fall. In dem Fall können wir ja den Big Boy sowieso nicht verwerten. So, was können wir denn hier noch? Ein MIRV. Wieso macht es dann so wenig Schaden dann? Eine experimentelle Modifikation. Erhöht aber den Preis. Also es schießt immer noch Mini-Nukes, aber die machen sehr, 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 sehr wenig Schaden. Das hatte ich auch gelesen in den Kommentaren. Aber es macht dann, glaube ich, so viele Nukes, oder nicht? War dem nicht so. Machen wir gerade einen Quick-Save und einen ganzen Save am besten gleich mit. So, und dann machen wir einfach mal hier Mirf drauf, weil ich mal gucken will, was genau das jetzt tut. Nehmen wir die Knarre mal in die Hand. What the hell? What the fuck, Alter? Holy motherfucking fuck shit. Alter. Wow. Geil. Leute, Leute, Leute. Was ist denn jetzt los? Das ist jetzt der Standardwerfer. Da kommen dann einfach zwei Kugeln raus. Bum, bum. Feierabend. Bei dem Mirf, da werden es einfach immer mehr und immer mehr und immer mehr, glaube ich. Schön, aber wie das streut, ne? Ist natürlich auch krass.
schön. Ich sag mal, auf kurzer Distanz unfucking schlagbar. So, ich möchte mir das Ganze natürlich noch einmal ansehen mit Mirf. Boah, das sah ja so krank aus. Da müsste man eigentlich schon fast sagen, nehmen wir auf jeden Fall so. Weil wir können ja auch gerne einen so lassen, quasi. Aber, Alter. So, das kombinieren wir jetzt mit dem Jetpack. Pass mal auf. Das wird richtig krass. So, der nette Herr im Anzug muss mal eben was erledigen. Steigt dafür in seine Blechrüstung. Mein Name ist Tony Stark. Dafür hat es gereicht, sehr gut. So. Holy motherfucking fuck shit. Das ist natürlich schon krass. Also, da kommt normalerweise ein Geschoss raus. Beziehungsweise zwei so kleine. Und die teilen sich dann einfach in der Luft auf. Werden zu jeweils, weiß ich nicht wie vielen. Zwei, drei, fünf oder so. Aber schon überkrass, oder? Also ich sag mal, gegen große Armeen, die haben gar keine Chance. Da fliegt einmal so eine Salve und das war's. Also für alles sofort tot. Was macht so viel Spaß, Leute, ne? Pum. Macht schon irgendwie Spaß, die Klammer ein bisschen abzuschießen. Holy motherfucking fuck. Wenn das jetzt nicht übernormal, überscheißen krass aussah, dann weiß ich auch nicht. Wie viele Boxes sind. Aber bei mir ist einfach nur ein einziges großes Rauschen quasi. Ich habe schon wenig Damage gemacht irgendwie. Oder auch nicht. Fuck, war das geil. Also man kann sagen, mir auf jeden Fall mega, mega, mega lustig. Allerdings macht es, glaube ich, für uns mehr Sinn, zwei Kugeln mit 609 Schaden abzuschießen, als eine, die sich dann achtmal teilt oder sowas. Das ist zwar ultra lustig, aber ich glaube, was es bringt, sage ich mal, definitiv Big Boy, so wie er ist, passt das. Hier kann man alles rausnehmen. Unsere Sachen wieder nehmen. Jetzt muss ich natürlich alles wieder neu zuweisen. Das ist ein bisschen nervig, aber so ist es nun mal. Auf der 4 hatten wir den Kollegen. Auf der 5. Ups. So, auf der 5 hatten wir das Gewehr hier. Auf der 6 den Raketenwerfer. Und auf der 7 die scharfe Flinte. So, dann ziehen wir uns nochmal richtig an. Den Vault-Anzug dazu und dann. Jetzt geht's los. Schätze, nein. Mein gutes Karma zahlt sich aus. Ah ja. So, einfach mal in die Luft geschossen, das muss auch mal sein. Muss man auch mal machen dürfen, ne? So, wir können hier mal eben zack, unseren Schrott einlagern. Und auch Hilfsmittel. Ja, da kann auch wieder Sachen weg. So, das war's mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mir doch einen Kommentar da oder auch ein Like. Ich würde mich sehr drüber freuen. Wenn du ein Abonnent bist, vielen Dank fürs Abonnieren. Wenn nicht, dann jetzt sofort abonnieren.